Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Video. Ich habe euch ja in einem der letzten Flohmarkt-Videos gesagt, dass es definitiv nicht mein letzter Besuch in den Niederlanden gewesen ist. Und es ist auch so gekommen, ich war nochmal da. Und zwar war ich glaube, auf dem allergrößten Kinderflohmarkt, auf dem ich je gewesen bin. Also dieser Flohmarkt war wirklich Wahnsinn und richtig cool. Eigentlich hätte es nicht zwischendurch irgendwann angefangen zu regnen. Das werdet ihr aber im Verlauf des folgenden Videos, was ein bisschen länger ist, dann auch sehen können. Ja, Königstag in den Niederlanden, Flohmarkt im ganzen Land, es wird gefeiert. Es ist ein ganz besonderer Tag für die Niederländer und die begehen das dann mit Feierlichkeiten und halt überall Flohmärkten, dem sogenannten Freimarkt nennen die das auch. Das heißt, die Menschen dürfen überall und an jeder Stelle, wenn sie natürlich niemanden damit behindern oder irgendwelche Ausfahrten zustellen, einen Flohmarktstand eröffnen. Ich muss sagen, es gab nicht nur Flohmarktstände, man hat auch einfach zwischendurch auf den Straßen Stände gesehen, da wurden irgendwelche Lebensmittel verkauft oder Getränke oder da wurden irgendwelche Bratwürstchen gemacht und irgendwelche anderen Dinge. Diese Feierlichkeiten haben mich ein bisschen, also nicht auf dem Flohmarkt, sondern dann ein bisschen später auf dem Rückweg an Karneval in Köln erinnert. Aber ich glaube, ein wenig gesitteter, wenn ich das ganz vorsichtig so formulieren darf. Es war auf jeden Fall mal interessant, das mitzuerleben und ich denke, im kommenden Jahr, die Niederlande sind ja hier von mir aus nicht besonders weit, werde ich dann nochmal hinfahren. Deshalb, ich gebe jetzt erstmal ab in das Video, wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ja, warte mal nach dem. Ah. Cool. Ich habe noch nie gesehen. Ja, met de cassettebandjes erbij in de verpakking, ja. Yes, I have cassettes at home. Oh, but there's two cassettes also there. Okay. I need. Oh, there's a flap on the top. No, no. So it works like this. Oh. Oh, cool. Yeah. Okay. And it works? Do you know if it works? Yes, it works. The batteries are in the inside also. Like battery case. How much is this? 20 with the cassettes. 20? Okay. 15? With the cassettes. 15 with the cassettes? Yes. Okay. Good. And then I take it. You take it. Oh, I think it's a collector's item. Yes. I have one at home, yeah. But it's not very good. And I have a look at a new one. Oh. So yeah. It looks cool. Let me see if I have changed it. Okay. 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 Oh. This is cool. Oh, yeah. This? Okay. Thank you. Perfect. Ich habe einen Walkman mitgenommen. Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ein Sony Sports Walkman. Der sieht ziemlich cool aus. Ich habe zwar einen, aber da muss ich tatsächlich sagen, dass die Qualität, ich kriege den immer noch nicht auf, sehr bescheiden ist. Deshalb habe ich mir gedacht, kann ich den mitnehmen? Und der Preis war, glaube ich, auch in Ordnung. Dann gab es noch irgendwie diese zwei bespielbaren Kassetten dazu, Audiokassetten. Brauche ich eigentlich nicht wirklich. Früher hätte ich die gebrauchen können oder wir haben die zuhauf gekauft. Heutzutage aber nicht mehr. Deshalb, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich damit mache. Aber den hier, den finde ich ziemlich cool, den werde ich auch behalten. Finde ich super. Überall Pokémon. Überall Pokémon. Hallo. Nein. Do you have more from these ponies? My little ponies, do you have some? Oh, or more, is it? No, it isn't. Okay. How much? Is it a little bit more? Still 1 euro? Yes.
Danke. Ich glaube, das habe ich. Ach, ich glaube. You get the money? Ja. Oh, Charlotte. Very cool. I had this when I was a kid. Yeah. It's a playset, making yourself ponies and painting them in different colors. Yes. Yeah, it is old. Yes. Thank you. Das ist auch etwas Ungewöhnliches, was ich mitgenommen habe. Und eigentlich muss ich sagen, das tut mir jetzt dem Mädchen gegenüber leid, was es mir verkauft hat, ist das ziemlich hässlich. Aber ich hatte solche Dinge auch. Das sind Gipsfiguren, die man selber mit einer Gipsform hat gießen können, mit so einer Silikon-Gipsform. Und da gab es von My Little Pony in den 80ern oder Anfang der 90er ein Gipsgießen-Set, was ich immer noch suche und nie gefunden habe. Also es muss zwei verschiedene Gipssets, also Gipsgießen-Sets gegeben haben. Davon besitze ich eins, aber das ist nicht das, wo man diese Form herbekommt. Und meine sahen genauso aus und die waren noch hässlicher angemalt. Mit so einem Farbmalkasten habe ich alle möglichen Farben gemischt. Nun ja, das Letzte, was ich davon hatte, das stand bei meinem Vater auf dem Nachttisch. Das habe ich dann aber weggeworfen, als ich ausgezogen bin, weil das war echt richtig hässlich. Also hier fehlt, glaube ich, unten auch so ein Stück von der Schnute. Das sieht eher aus wie, nicht wie eine Pferdeschnute deshalb. Aber ich habe es einfach mitgenommen, weil, ja, ich habe da schon mal bei eBay Kleinanzeigen eins gefunden. Das habe ich dann auch gekauft. Ich hätte aber super gerne dieses Gipsgießen-Set, wo genau die Form drin ist. Naja, egal. Ah, sehr cool. Cool. Hallo. My Little Pony. My Little Pony. Yeah, we have one for My Little Pony, only this one. Oh, it's a new one. I'm looking for the old ones from the 80s, my childhood. No, we don't have this. These okay. Just a few years old. No as problem. Old as he is. This is not that old. I wish that we could make money. Okay. Nice. Thank you. Have a nice day. Als jij wil swing wil verkopen, dan is het misschien goed om jezelf als voorbeeld te gebruiken. Thank you.
Zit hij nog helemaal compleet? Ja, hij is nog dicht. Oh, hij is nog dicht. Ja, goed. Ook Price? What's the 50 cents? Yes. 50 cents? Do you know if this is it's complete? And how much is it this? 10 euros. I take both. Yeah? Yes. Ja, kijk maar. 57 terug wel. Ah. Maar toch? Nee, dat red ik niet meer. Ah. Oh. 52 terug? Ja. Ga je niet erin nog? Perfect, thank you. Have a nice day. Enjoy. Ja, ihr habt das gesehen. Ich bin eigentlich an dem Stand schon fast wieder vorbeigelaufen. Aber dann, im Vorbeigehen, also im Weggehen, ist mir Tracy aufgefallen von den Filmation Ghostbusters. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte, den ich besitze. Einen habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, einen habe ich mir selber gekauft, als ich angefangen habe, meine Filmation Ghostbusters Sammlung aufzubauen. Und dann lag der einfach da auf der Decke und es waren keine Gegenstände, die hätten vermuten können, dass da solche Sachen liegen. Und ich glaube, 50 Cent, ich meine 50 Cent wollte die Frau dafür haben, ist es völlig in Ordnung. Und direkt dann daneben lag ein Phase 10 Spiel für 3,50 Euro. Habe ich dann auch nicht liegen gelassen, ich habe es dann einfach mitgenommen. Verschwendet ja jetzt auch nicht so viel Platz. Ja, komm weg. Ja. Ich habe mir best gedaan, Das Logo ist anders. Wilt u basketbal niet voor 1 euro geven? Die heeft hier mijn naam niet. Excuse me, how much? Ein Euro. Ja. Nee, je moet maar een videorecorder hebben nog. Sorry, I... You just need a VCR. VCR, videorecorder. Yes, it's for a friend of mine, not for me. Okay. I'm just looking for ponies. She looks for Barbie. Okay. And this is for her. So... Can I have a look at this? I'm going... I don't know. Ah, okay. I just... What? I had this as a child. Oh God. Okay. Then I take this. Thank you. Have a nice day. Good luck. Have a nice day. Thank you. Oh.
Ja, das war vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe eine VHS von Barbie gekauft auf Holländisch. Und die fleißigen Zuschauer, die wirklich jedes Video gucken und auch mal meine Videos gucken, die sind ja doch ein bisschen anders und vielleicht für einige etwas langweiliger. Das wird für Colorful Surprise sein, der sammelt ja Barbie-Sachen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er schon eine holländische Barbie-VHS hat. Die ist original aus den 90ern. Jetzt muss ich mal gucken. Steht leider nicht drauf, aus welchem Jahr. Aber ich finde sie eigentlich ziemlich cool. Und falls Colorful Surprise zusieht, das wandert dann in das Tauschpaket, was du dann Ende des Jahres von mir bekommst. Ja, so. Ja, das kommt dann gebaut. Excuse me? This one? How much? It's hers. How much? 250? 250? Okay. Do you have more ponies or is it the only one? The one? Okay. Then I take it. Yes? Yes. It's a little bit. Huh? Yes. Yeah. Yeah. Maar dat zijn van de angels en ze extra hoofden. Nee, van die met de sleutel. Oh, die doen we ook uit. Oh, wacht even. Nee, die blauwe. Ja, dat is er. Maar ik heb er nog één erin. Waar, man? Oh ja, nou, deze moeten we even bewaren. Deze hoort niet bij die. Yes. Those are smaller probably. Yeah. I will have a look. We just started and we don't have. Okay. Okay. Yes. Oh great. Oh lovely. Thank you so much. Yeah, thank you. Have a nice. Yes, yes, have a nice day. Was habe ich noch gekauft? Das lag mitten auf der ausgebreiteten Decke. Und zwar ein My Little Pony. Ich dachte zuerst, es wäre ein G1. Aus der Entfernung konnte man das nicht genau sehen. Aber ich habe es in die Hand genommen und da habe ich direkt gemerkt, nein, das ist kein Original G1. Das habe ich schon mal gehabt. Das ist ein Repro. Also eins, was dann später erschienen ist. Ich habe dann drunter geguckt. Es ist von 2017. Und es war auch schon total durchnässt. Aber ich habe es für 2,50 Euro dann einfach mitgenommen, weil man sieht auch die nicht so häufig und vor allem, die sind ja eigentlich eher für Sammler gemacht und die Sammler packen solche Sachen nicht aus, so wie ich die auch nicht aus der Verpackung rausnehme und deshalb ist das eigentlich ganz nett. Und jetzt zu den Dingen, die ich gekauft habe, wo ich aber nicht gefilmt habe. Das sind auch noch ein paar richtig coole Sachen und zwar habe ich einmal hier diese Disney Ariel Fee mitgenommen. Eigentlich normalerweise nichts, was ich so kaufe, aber irgendwie fand ich sie stylisch mit den roten Haaren und den Flügeln. Ich glaube, ich muss mir mehr von diesen Flügel-Barbies mal besorgen. Und ja, für 1 Euro habe ich die mitgenommen. Da war es aber auch schon so am Regnen, die war total nass. Deshalb. Dann habe ich noch hier eine Turtle-Figur. Echt aus den 90ern. Sogar von 1990, zwar ohne Zubehör, aber funktioniert zumindest noch. Der kann irgendwie, glaube ich, seinen Arm so ein bisschen drehen. Naja, es war nie meine Welt. War bei einem Jungen auf einer Decke mit ganz viel Krempel. Also manchmal war man da echt überfordert und wusste gar nicht, wo man hingucken sollte. Naja, so. Genau. Der Highlight-Fund, den habe ich natürlich auch nicht auf Video. Ich habe ja ein einziges G1-Pony gefunden, ein richtig cooles G1-Pony. Das habt ihr auch in dem Vorschaubild gesehen oder könnt das in dem Vorschaubild sehen. Ein Pony, was ich zwar schon habe, aber das habe ich mir mal teuer importiert aus den USA, weil es das in Deutschland nicht gab. Und zwar ist das dieses Pony, was ich auch wunderschön finde, weil es hat meine Lieblingspose bei den Ponys, diese Schallpose. Und zwar ist das Munchi. Und in einem einigermaßen ordentlichen Zustand. Ich glaube, irgendwas stimmt mit den Haaren nicht so ganz, aber das ist völlig in Ordnung. Ich habe es jetzt nicht sauber gemacht, deshalb, aber das ist wirklich schön. Ich mag auch diese Farbkombination unheimlich gern. Und für dieses Pony habe ich 6 Euro bezahlt. Zuerst wollte die Dame 7,50 Euro, also seltsam für ein Pony so viel Geld auf dem Flohmarkt zu bezahlen. Aber das ist schon ein Pony, für das habe ich damals um die 60 Euro bezahlt.
Und dann kommen noch die Import- und Versandkosten dazu oder kamen dazu. Mittlerweile liegt das, glaube ich, bei 100 bis 150 Euro. Also man weiß das ja bei den eBay-Preisen, bei den Verkaufpreisen. Lili, nie so ganz genau, wonach man jetzt gehen kann. Aber ich denke mal, so 100 Euro wäre es auf jeden Fall wert. Und ich werde das definitiv behalten. Dann habe ich zwei Munchies. Wunderbar. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr liked, kommentiert, abonniert und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.